Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Queens of Dentistry. Heute erzähle ich euch mal, wie vielleicht schon mal in meinem anderen Teil, erzähle ich euch heute was zur Ernährung. Das fasst auch das Thema Ergonomie mit ein. Und dann erzähle ich euch mal, was ihr so vielleicht zu euch nimmt. Gesunde Sachen, vielleicht nicht so die ungesunden. Seid gespannt. So, als allererstes fangen wir direkt mal damit an, was ihr am allerbesten zu euch nehmen solltet. Das sind natürlich Obst und Gemüse, also ausgewogene Ernährung. Achtet aber bitte auch darauf, dass ihr jetzt nicht tonnenweise Obst und Gemüse in euch schüttet, weil auch die haben halt Fructose, was im Endeffekt wieder nicht gut für die Zähne ist. Da muss man beide Sachen so ein bisschen beachten. Und natürlich viel trinken, ja. Also so 2 Liter sollten schon drin sein am Tag. Kommt natürlich darauf an, wie groß ihr seid, männlich, weiblich. Aber aufs Trinken sollte man immer gut achten. Und viel trinken ist natürlich auch noch der Vorteil, dass ihr Kopfschmerzen vorbeugt. Wenn ihr nämlich darauf achtet, dass ihr viel trinkt und natürlich auch normal esst, dann kommen nicht so Sachen wie Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel. Achtet aber auch darauf, dass es wirklich Wasser ist, vielleicht auch ohne Zusätze. Einfach nur normales Mineralwasser, ob still oder Sprudel, ist egal. Aber dass ihr da nicht so süße Getränke zu euch nehmt. Es gibt natürlich auch noch die heißen Getränke wie Kaffee und Tee. Da solltet ihr aber so ein bisschen differenzieren. Weil Kaffee, wenn ihr jetzt 2 Liter Kaffee trinkt, ist es erstens nicht gut wegen dem Koffeingehalt und zweitens entwässert das den Körper auch. Also es ist eigentlich negativ, entzieht euch das ganze Wasser. Aber Tee könnt ihr gerne trinken, das ist eigentlich genauso gut wie Wasser. So, der dritte Tipp ist natürlich, wenn ihr dann was zu euch nehmt, was ihr dann esst, am besten kein Fastfood, also jetzt keine Fertiggerichte irgendwo holen, am besten auch nicht die aus der Tiefkultur. Da sind auch immer viele schlechte Nährstoffe drin. Am besten ist natürlich immer frisch. Aber ich weiß natürlich, dass das nicht immer so einfach ist. Das muss ich selber mir auch eingestehen. Am besten ist es, wenn ihr dann einmal am Herd steht und euch was kocht, dass ihr dann die guten alten Tupperdosen nehmt und euch für die nächsten, ich sag jetzt mal 2-3 Tage, je nachdem, was ihr kocht und wie haltbar das ist, dass ihr das abfüllt. Dann habt ihr schon mal für das nächste Mittagessen was, fürs Abendessen. Und so könnt ihr das dann die Woche weiterführen, dass ihr vielleicht nur 2-3 Mal kochen müsst, statt 5-6 Mal. Wenn ihr immer noch was Süßes braucht nach eurem Mittagessen oder Abendessen, empfehle ich euch zum Beispiel so einen Naturjoghurt. Den könnt ihr super mehrere Tage in eurem Kühlschrank aufbewahren, vielleicht auch auf der Arbeit, wenn ihr einen Kühlschrank habt. Könnt ihr immer ein bisschen euch Portionen rausessen oder auch irgendwie ein paar Nüsse da reinschmeißen. Die sind auch sehr gesund, muss man natürlich auf die Menge achten. Aber das wäre so ein kleiner Tipp für den Nachtisch. Was natürlich noch wichtig ist, wie ihr esst. Also je nachdem, wie lange eure Mittagspause vielleicht ist, dass ihr euch jetzt nicht alles reinschaufelt ganz schnell, sondern dass ihr langsam esst, dann verdaut euer Magen besser, ihr kriegt keine Magenprobleme, ihr seid länger satt und vor allem auch, dass ihr nicht zu viel esst. Weil wenn ihr dann so ein sogenanntes Fresskoma kommt, seid ihr vielleicht träge, habt nicht mehr so viel Motivation für den restlichen Arbeitstag, je nachdem, wie lange ihr dann noch habt. Also langsam essen, nicht so viel essen, das ist auch immer sehr gut. So, und der letzte Punkt, der auch sehr wichtig ist, manchmal sind halt auch Essen und Trinken nicht genug für euren Körper. Manche Nährstoffe reichen vielleicht doch nicht aus, egal wie gut ihr drauf achtet. Da müsst ihr vielleicht doch noch dem Körper was hinzugeben, was supplementieren. Da hat der Stefan aber auch noch ein sehr gutes Video zu. Das verlinken wir euch unten. Da könnt ihr euch nochmal alles genau anschauen. Aber was ich zum Beispiel mache, ich nehme jeden Tag eine kleine Menge an Magnesium. Die gibt es vorgefertigt. Müsst ihr schauen, was für euch am besten ist. Damit die Beine abends nicht so wehtun. Wenn ihr den ganzen Tag sitzt oder steht, je nachdem, dass ihr guckt, dass ihr keine Krämpfe kriegt nachts, das habe ich manchmal das Problem. Da ist Magnesium auf jeden Fall eine gute Alternative. So, das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Falls ich irgendwas vergessen haben sollte, schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Vielleicht können wir das ja ein andermal nochmal beantworten. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.